Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität zu den VR- und AR-Weekly-News aus dieser Woche. Was haben wir alles auf der Liste? Es gibt Informationen zu Somnium Space, einem sehr großen VR-Social Game. Dann gibt es Informationen zur HP Reverb. Beat Saber kriegt einen Level-Editor. Natürlich ganz viele Informationen auch zur Oculus Quest, ist ja klar. Firewall Zero Hour gibt es ein Update. Es gibt eine neue AR-Brille von Lenovo, die Vive Pro Eye verfügbar. Es gibt ein neues Minecraft-Spiel, oh ja, und ein neues Spiel bezüglich Walking Dead, auch sehr interessant. Und es gibt ein Event in Hannover, auf dem ich nächste Woche sein werde, wo ihr mich besuchen könnt. Also, ich freue mich, wenn ihr zuschaut. Ich bin der Wude, bei mir gibt es Hardware-Tests, News, Gameplays und Events zum Thema VR und AR. Also, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, drückt mal drauf und auf die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Viel Spaß mit den Weekly News und los geht's! Wude.de. Mit Augmented Reality lässt sich jetzt auch bald eure Schuhgröße feststellen. Das ist ja mal richtig cool, wenn man das nicht so genau weiß oder so. Ne? Manchmal unterscheiden sich ja auch diese ganzen Formate und so. Dann kann man jetzt einfach seine App nehmen. Und zwar heißt die Nike Fit. Und die kommt im Juli in den USA raus und im August in Europa. Und dann könnt ihr das folgendermaßen machen. Hier kann man einen ganz guten Ausschnitt erkennen. Also ihr scannt irgendwie so den Boden und dann stellt ihr euch an die Wand. Und dann scannt er eure Füße, also ohne Schuhe natürlich, und kann dann wirklich anhand von allen möglichen Daten, also hier Machine Learning, Künstliche Intelligenz, Algorithmen und so, und dann kannst du deine Schuhgröße und dann schickst du die Bestellung halt quasi ab und kannst dann die perfekten Schuhe genießen. Das ist interessant, das würde ich gerne mal ausprobieren. Ich hoffe, dass ich das nicht vergesse, dass ich das im August mal ausprobiere. Sehr cool, womit man Augmented Reality auch alles benutzen kann, finde ich. Das Social VR Game Somnium Space konnte nochmal 1 Million Dollar sammeln, quasi für diese Social VR Plattform, und das ist ziemlich cool. Ich selber habe da jetzt auch schon Land, das ist richtig cool. Also ich habe das ja damals über Seeding VR mitgebackt. Und ich glaube, ich habe da 240 Pfund investiert, also relativ viel, und habe da jetzt mein eigenes Grundstück. Wir durften uns das alle schon aussuchen, also die das gebackt haben. Und ja, also wenn ihr jetzt in das Spiel reingeht, dann denkt ihr, wow, die Grafik ist ja voll hässlich und so. Aber ihr müsst mal das Gesamtbild sehen, das ist relativ interessant. Das ist ein ganzes Ökosystem, also zum Beispiel gibt es in dieser Stadt, warte, ich kann euch mal zeigen, hier, das ist so die Karte, und hier ist diese Stadt, und ich kann das mal ein bisschen rauszoomen, also die Karte ist schon relativ groß hier, muss man sagen, ne? Und hier ist halt die Stadt, oh, hier, und da gibt es zum Beispiel jetzt auch offizielle Läden, die ihren Shop da gekauft haben, zum Beispiel Pimax oder Tesla, die haben da wirklich echte virtuelle Shops. Das ist für mich die Zukunft, das ist so geil, und ich hoffe, dass denen das gelingt, ne? dass das alles klappt, dass die Leute das annehmen. Ja? So, jetzt aber mal zu meinem Grundstück. Ihr wollt sicherlich auch wissen, wo könnt ihr den Voodoo denn mal besuchen? Ich habe nur ein kleines Grundstück, weil das ist so dermaßen teuer. Das sind ja jetzt, ich weiß nicht, wie viel das umgerechnet sind, knapp 300 Euro vielleicht oder so. Und das ist wirklich relativ klein, ich habe eine kleine Parzelle. Und wenn ihr hier aus der Stadt rausgeht, ja, ihr geht hier diesen Weg lang, bla 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 bla, das erste Haus, das kleine hier, das ist meins. Nicht Haus, Grundstück, das Haus gibt es noch nicht, also der Bildmode, der kommt später. Das kleine, das erste, wenn ihr direkt hier aus der Stadt rauskommt, das ist meins. Und da könnt ihr mich besuchen. Ich habe ja schon mal in den Livestreams erzählt, dass ich irgendwann mal so ein paar VR-Konferenzen machen will oder zumindest so ein paar Talkrunden, ne, mit Bühne und Publikum und alles, wo man dann Leute einladen kann, ein bisschen über VR reden. Und ich glaube, dass dieses Spiel das uns bieten könnte, weil auf dieses Spiel kann man mit allen Geräten zugreifen. Ihr könnt zum Beispiel auch mit einem Smartphone, könnt ihr dann da mit teilnehmen in dieser virtuellen Welt, ne? Und da könnte ich mir gut vorstellen, klar, man kann sich natürlich in diesem kleinen Haus treffen, das geht, aber man kann auch in der Stadt so Konferenzzentren mieten, glaube ich, oder buchen oder reservieren. Und das klingt interessant, sowas stelle ich mir für die Zukunft vor, für meinen Kanal auch.
Ja, habt ihr Interesse an sowas? Findet ihr das cool oder findet ihr das Mumpitz? Schreibt es mal unter die Kommentare. Und bitte, wenn ihr zu diesem Thema kommentiert, bitte auch immer dazu schreiben, zu welchem Thema ihr kommentiert. Manchmal ist das für mich ein bisschen schwierig, weil ich ja mehrere Fragen immer an euch stelle. Dann schreibt am besten dann immer Somnium Space Doppelpunkt und dann könnt ihr euren Kommentar schreiben. Das wäre cool, weil dann kann ich das besser zuordnen. Ja, Somnium Space, Leute. Forscher der Stanford-Universität. Die untersuchen gerade die Auswirkungen von Augmented Reality auf unseren Körper oder auf unser Verhalten. Und da sind einige interessante Sachen rausgekommen. Zum Beispiel, dass es tatsächlich so ist, dass man einen virtuellen Avatar nicht oder noch nicht so akzeptiert, als wenn man jetzt wirklich mit einem unterhält. Also das hätte ich fast auch schon vorher sagen können, ne? Weil dafür ist die Technik einfach noch nicht so reif, dass man einen virtuellen Avatar genauso gut erscheinen lassen kann wie in echt. Ne? Ja, ich meine, die HoloLens, die hat nur so ein kleines Field of View und alles und so perfekt getrackt ist das auch noch nicht und so. Das ist schon klar. Da braucht es sicherlich noch einige, viele Jahre, bis das der Fall ist. Aber die zweite sehr interessante Sache, und zwar haben die einen Versuch gemacht, ihr seht das hier auf dem Bild ganz gut, der Proband hat sich dann dahingesetzt mit einer AR-Brille und es hat ein virtueller Avatar auf diesem Stuhl hier gesessen. Ja, der sitzt auf diesem Stuhl und da waren noch mehrere Stühle irgendwie und dann wurde dem Probanden gesagt, er wusste natürlich nichts davon, sonst macht es keinen Sinn. So, jetzt ist der Versuch fertig, setz dich jetzt mal bitte dahin und warte auf den nächsten Test. Und interessanterweise, alle Probanden haben sich nicht auf den Stuhl gesetzt, wo vorher der virtuelle Avatar saß. Das ist saukomisch, oder? Das macht einem schon ein bisschen Angst. Das ist echt abgefahren. Also, man hat irgendwie das Gefühl, dass man hat das noch in Erinnerung, da ist was und da müsste ja eigentlich was sein. Also, das hat durchaus Einfluss auf unser Verhalten. Da müssen wir, mit sowas muss man natürlich auch vorsichtig sein insgesamt, ne? Nicht, dass wir da irgendwie alle dann denken, das sind nur noch virtuelle Sachen um uns rum. Was haltet ihr davon? Schreibt's in die Kommentare. Glaubt ihr, dass das einen bösartigen oder einen gutartigen Einfluss auf uns hat? Oder welche Situation könnt ihr euch vorstellen, wo es noch Einfluss hätte? Von einem meiner lieben Patrons, dem Benedikt, habe ich eine Information bekommen, die ich auch gerne weitergebe. Da ist sicherlich der ein oder andere interessiert. Und zwar am 28. Juni 2019 ist an der Universität Koblenz der sogenannte Tag der Computervisualistik. Ja, und wie das hier schon gut erkennen lässt, hat das durchaus auch was mit VR zu tun. Das ist ein Informatikstudiengang, Bachelor und Master. Und der beschränkt sich oder der Ja, der geht um visuelle Bereiche im Bereich Computergrafik und Bildverarbeitung, fokussiert sich also darauf und logischerweise geht das dann natürlich auch um Augmented und Virtual Reality. Sinn der Sache ist natürlich, dass man den Interessenten quasi auch Kontakte vermitteln kann, man lernt neue Leute kennen, da werden auch Projekte vorgestellt, die in dem Bereich schon quasi existieren. Das ist sehr interessant. Also wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt und in der Nähe wohnt oder zufällig in der Nähe seid oder ihr könnt ja auch längere Wege in Kauf nehmen, wenn euch das sehr interessiert. Sowas gibt es sicherlich nicht sehr auch oft, wie gesagt, am 28.06.2019 in Koblenz. So sieht's aus. Was ist mit der HP Reverb? Ja, das weiß nur der Geier. Die hätte eigentlich schon längst rauskommen sollen. Und HP gibt sich da überhaupt nicht offen. Also ich habe die auch mal angeschrieben, da kommt, wenn überhaupt, immer nur, ja, wir werden euch sagen, wenn die rauskommt. Das ist sehr komisch. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass es daran liegt, dass ja so einige Reviews davon nicht ganz so positiv waren. Also die Display-Klarheit, die wird öfter mal bemängelt, dass zum Beispiel dieser Mura-Effekt, ne, dass das verschwimmt oder so. Und das ist natürlich, oder dieses Pupil Swim, das sind so Sachen, die natürlich dann, vielleicht denkt sich HP, warten wir noch ein bisschen oder was, oder verbessern. Das glaube ich aber irgendwie kaum. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas hardwaremäßig gemacht wird. Und das Tracking wird natürlich auch bemängelt, weil es klar, wir haben nur zwei Kameras, wir haben die stinknormalen Windows Mixed Reality Controller, die ja nicht gerade als das beste Tracking-System gelten. Und natürlich das Field of View.
das ist auch nicht größer geworden. Also das ist natürlich alles ein bisschen schade. Ich persönlich bin mir ziemlich sicher, dass ich damit nicht zocken werde, weil ich halt, also ihr, die, die mich kennen, wissen, dass für mich Field of View das Wichtigste ist. Ich liebe das, diese Immersion mit diesem großen Field of View, wo man genau drin ist und nicht diesen Taucherbrilleneffekt hat. Deswegen werde ich werde das Ding sicherlich testen, aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass ich damit wahrscheinlich nicht zocken werde. Klar, der Screen-Door-Effekt ist weg quasi und das ist natürlich das Nonplusultra der Brille, klar. Aber gut, für alle anderen weiß ich nicht. Wir werden sehen, wir werden sehen. Keine Ahnung, wann das rauskommt. Das weiß wirklich niemand. Beat Saber kommt endlich aus dem Early Access raus und zwar direkt zum Quest-Launch am 21. Mai 2019. Und ja, da gibt es auch direkt einen krassen Scheiß und zwar einen Level-Editor. Das ist cool. Da könnt ihr also eigene Songs kreieren und die dann offiziell veröffentlichen, ohne dass man einen Mod dazu braucht. Und jetzt kommt direkt die Enttäuschung. Es ist natürlich mal wieder nur auf dem PC verfügbar. Das ist schade. Das heißt, wir werden es nicht auf der PlayStation VR und nicht auf der Oculus Quest benutzen können. Gerade da, wo es eigentlich richtig cool wäre, weil wir ja auf der Quest und der PSVR keine Custom Songs haben. Das ist schade. Ich hoffe, dass sie es vielleicht irgendwie nochmal anders überlegen, aber naja, wir werden sehen. Ich werde diesen Level-Editor, Entschuldigung, mal für euch ausprobieren auf dem PC. Dann schauen wir uns den mal an. Der Film Seven Miracles, wo ich ja vor einigen Monaten mal drüber berichtet habe, der mit einer extrem teuren und hochauflösenden und hochwertigen Filmaufzeichnungstechnik aufgenommen wurde, der ist jetzt verfügbar auf Viveport. Und zwar geht es um das Thema Jesus und so. Und das wurde mit volumetrischem Video-Capture aufgenommen und Fotogrammetrie. Das ist richtig heißer Scheiß, Leute. Das ist einer der ersten Filme in dieser Länge, wo du dich im Film bewegen kannst. In einem laufenden Film. Natürlich jetzt nicht durch die komplette Szenerie, sondern ja, so links und rechts, ich weiß nicht, wie weit, ein Meter oder zwei oder was, keine Ahnung. Und dann kannst du in diesem Film kannst du dich bewegen. Das musst du dir mal reinschrauben. Ist das geil oder ist das geil? Ich habe diesen Film schon und ich werde den mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ich davon was zeigen darf oder so. Ich denke schon. Und dann gebe ich euch mal Feedback, wie ich das denn finde. Das ist die Zukunft. Überlegt euch mal, das ist keine virtuelle Umgebung. Das ist eine echte, aufgenommene Umgebung, in der die sich bewegt. Das ist kein Standbild, ne? Und in der können wir uns bewegen. Hammer. Ja, Seven Miracles. Firewall Zero Hour auf der PlayStation VR kriegt sein größtes Update und zwar am 21. Mai. Was haben eigentlich alle immer mit dem 21. Mai? Ich habe das Gefühl, alles kommt am 21. Mai raus. Das ist doch verrückt. Das kannst du ja gar nicht mehr. Ich bin völlig überfordert als YouTuber. Alles kommt daran. Ich kann euch das gar nicht alles zeigen. Aber wie auch immer, es kommt ein großes Update raus mit neuem Interface, neue Maps und neue Missionen und so. Und da kommt irgendwie einmal in der Woche, genau, kommt eine neue Mission raus. Aber ihr könnt auch so Pakete kaufen, wo ihr dann noch mehr Missionen bekommt. Klingt sehr interessant auf jeden Fall. Muss man natürlich gucken, ob der Preis sich rentiert dafür. Aber neue Maps und so ist natürlich immer geil. Firewall Zero Hour, das Nightfall, Operation Nightfall Update. Lenovo bringt ein Augmented Reality Headset raus in Form ungefähr von der HoloLens oder der Magic Leap. So sieht das Ding hier aus, nennt sich Think Reality A6. Ja, was ist da dran besonders? Erstmal ist da dran besonders, dass es extrem leicht ist, weil die Recheneinheit nicht im Headset mit drin ist, sondern per Schnur in die Hosentasche oder an so einen kleinen Zusatz-PC, der am Gürtel befestigt ist. Das könnte interessant sein, wenn man sehr, sehr lange damit arbeiten muss oder den ganzen Tag, dann wiegt das ja kaum was am Kopf. Allerdings hat man natürlich das Kabel, das muss man gucken, wie man das verlegt dann. Das Ding hat 40 Grad diagonales Field of View. Das ist kleiner als bei HoloLens 2 und Magic Leap, was sehr schade ist, weil da sieht man natürlich umso weniger. Das ist natürlich kein Gamer-Headset, ne, ist klar. 380 Gramm wiegt das übrigens. Und hat dann 1080p Auflösung pro Auge.
Das klingt interessant. Es kommt natürlich stark auf den Preis an, der leider noch nicht bekannt ist. Für Unternehmen ist das natürlich, ne? Also für uns Zocker brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das ist nichts für Gamer. Aber durchaus könnte ich mir vorstellen, dass das so für Lagerarbeiter oder so, die das irgendwie, die den ganzen Tag da sind und irgendwas Leichtes brauchen und die dann wirklich damit arbeiten müssen. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass man das benutzen kann. Think Reality A6. HTC Vive Pro Eye. Wer hat sich diesen Namen ausgedacht? Wie auch immer, ihr könnt dieses Ding jetzt kaufen. Ist das krass? Endlich kann man es kaufen. Und der Preis ist HTC-like massiv. Und zwar 1653 krasse Euros. Das ist krass. Das ist krass. Komm, wir drücken mal auf jetzt kaufen. Gucken mal, was passiert. Ah ja, hier kannst du sogar noch den Enterprise Advantage dazu kaufen. Dann bist du bei 1875 Euro. Naja, da ist hier halt noch Support dabei und alles. Ne? Das braucht man natürlich nicht unbedingt. Naja, immerhin ist hier alles mit dabei. Ne? Das, aber ich mache das mal ein bisschen größer hier. Das, die Controller und die Basisstation sind mit dabei, immerhin. Aber das ist natürlich, ich meine, der einzige Unterschied ist das Eye-Tracking. Das ist natürlich ganz cool. Ne? Das ist dann auch wirklich für Firmen gedacht, die das irgendwie schon einsetzen können und so. Aber für uns Gamer, ich kann mir nicht vorstellen, dass da in nächster Zeit irgendwas rauskommt, wo das mit benutzt werden kann. Schön wäre es natürlich, aber wir wissen, da sind auch noch andere Firmen am Start, die das integrieren. Ich habe selber schon das Eye-Tracking-Modul zum Beispiel von der Pimax getestet auf der CES. Das hat sehr, sehr gut funktioniert und das wird definitiv günstiger sein als das hier, schätze ich mal. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich habe das, aber das habe ich allerdings schon getestet von der Vive Pro, auch auf der CES, dieses Eye-Tracking. Und das hat auch wirklich perfekt funktioniert. Das muss man denen schon lassen. Alles, was die rausbringen, funktioniert auch gut. Das Eye-Tracking. Wer Interesse hat, wer das irgendwie beruflich einsetzen kann oder so. 1653 Euro. Minecraft kriegt einen AR-Modus. Und zwar nennt er sich Minecraft Earth und der ist zum 10-jährigen Geburtstag von Minecraft angekündigt worden. Das ist cool. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel bei euch im Garten so Klötzchen hinsetzen von Minecraft und euch ein Haus zusammenbauen oder so. Und nicht nur das, das Ganze geht auch im Multiplayer-Modus. Das heißt, wenn ihr zwei, drei Kumpels habt, die haben auch alle ein Smartphone, das das unterstützt. Und dann könnt ihr zusammen an einem Gebäude zum Beispiel bauen. Da wird es auch noch einen Survival-Modus geben und so. Das heißt, kann zum Beispiel sein, dass so eine Spinne dann auf eurer Terrasse rumläuft oder so eine Minecraft-Spinne. Sehr, sehr geil. Das Ganze wird unterstützt für Apple iOS-Geräte und Android-Smartphones. Leider, leider, leider nicht mit der HoloLens. Das ist komisch, weil Microsoft das damals auf der HoloLens gezeigt hat. Und das wäre natürlich viel cooler noch, wenn du die HoloLens benutzen könntest, anstatt das Smartphone zu halten. Aber ja, das wundert mich jetzt wirklich stark. Aber um Gottes Willen. Also auf der Upload VR-Seite ist hier so ein Link, da könnt ihr draufklicken und da könnt ihr euch vorregistrieren. Das soll nämlich im Sommer 2019 erscheinen. Im Herbst 2019 soll ein neuer Shooter erscheinen, beziehungsweise RPG-Adventure-Shooter nennen sie das. The Walking Dead Onslaught. Und zwar, wenn wir das mal anschauen, sieht das eigentlich ganz cool aus, ne? Das sieht sehr, sehr cool aus. Ist von Servius und die Firma ist bekannt für schon durchaus geile Spiele. Wir können mal schauen, was sie hier gemacht haben. Zum Beispiel Sprint Vector, Raw Data und so eine Electronauts. Da sind einige Spiele dabei, die wirklich gut waren. Also habe ich da durchaus Hoffnung, dass das geil wird. Das soll realistische Kämpfe bieten und so auch Zerteilung von Zombies und so realistisch und alles. Wird also brutal. Und ich bin sehr gespannt drauf. Ich werde das natürlich dann logischerweise für euch testen. Hier steht als Verfügbarkeit Vive und Rift. Wird auch sicherlich für Windows Mixed Reality gehen. Ob es mit der Quest geht, weiß ich nicht. Anhand den Screenshots würde ich eher sagen nein, weil die Grafik viel zu aufwendig ist. Aber wir werden sehen. Wohnt ihr in der Umgebung von Hannover und habt am 24. Mai 2019 noch nichts vor, nachmittags,
Dann habe ich was Interessantes für euch. Und zwar die HannoVR-Messe. Geiler Name auf jeden Fall. Und zwar ist die, wie gesagt, am 24. Mai. Und die ist im Künstlerhaus in Hannover, in der Sophienstraße 2, falls euch das genauer interessiert. Der Eintritt ist frei und das ist halt, wie gesagt, nachmittags von 2 bis 8. Und da gibt es halt wirklich alles über das Thema VR. Da gibt es Demostationen zu verschiedenen VR- und AR-Sachen. Da sind ganz viele Aussteller auf. Wir können uns das hier mal anschauen. Hier sind sehr, sehr viele dabei. Locomotion VR, das ist übrigens von dem lieben Gunnar, der mir das empfohlen hat, der mich da auch eingeladen hat. Und vielen Dank nochmal dafür. Da sind aber auch noch viele, viele andere Firmen, die sehr interessant sind, die zum Beispiel, die zeigen euch VR-Arcades oder Escape Rooms, 360-Grad-Videos mit irgendwelchen Spezialkameras. Und ihr könnt natürlich dann auch die Quest und die Rift S da ausprobieren. Die haben da den neuesten Scheiß am Start. Sicherlich sind die auch für ein paar Überraschungen gut. Wer weiß, wer weiß. Und ich werde da auch nachmittags sein. Also wenn ihr Bock habt, mich da zu treffen, dann könnt ihr das da machen. Weil ja, das ist natürlich das Event, wo ich in Deutschland am Start sein muss. Das ist nämlich so das größte Event dieser Art in Deutschland. Und der Gunnar hat mir gesagt, dass das mittlerweile so 350 bis 400 Besucher sind und mehr als 20 Firmen, die das dann ausstellen. Natürlich gibt es auch Talkrunden, ganz klar. Und ich bin sehr gespannt. Also wie gesagt, wenn ihr mich da treffen wollt, dann Freitag am 24. Mai 2019 in Künstlerhaus Hannover in der Sophienstraße 2. Ja, am 21. Mai 2019 ist es soweit, dann erscheint die Quest und die Rift S, eine der meisterwartetsten VR-Brillen überhaupt. Und da bin ich natürlich vor allem auch gespannt drauf. Ich hatte ja schon viele, viele Stunden die Gelegenheit, dieses Ding auszuprobieren und bin sehr begeistert davon. Ihr habt vielleicht auf meinem Kanal schon die Videos dazu gesehen. Hier habt ihr zum Beispiel schon eine Playlist für Oculus Quest Games und hier für Oculus Rift S Games. Dann habe ich schon einen Kompakttest für euch gemacht, den könnt ihr euch reinziehen. Und hier gibt es dann auch nochmal eine Übersicht, welche Spiele kommen denn überhaupt alle und was kosten die zum Release, damit ihr da schon mal einen Überblick habt. Also ihr seid da bei mir gut informiert. Logischerweise kriege ich die Brillen auch. Das wäre ja bekloppt, wenn ich die nicht kriege. Und dann schauen wir uns die ganzen Spiele zusammen an. Ne? Deswegen schreibt mir nochmal unter das Video, welche Spiele interessieren euch am meisten von der Quest, welche würdet ihr gerne mal auf meinem Kanal sehen. Und dann werde ich euch die natürlich mal zeigen. So, und jetzt möchte ich mir es auch nicht nehmen lassen, noch mal ein bisschen Werbung zu machen für meinen Discord, der mit dem Kanal voodoo.de verknüpft ist. Und zwar heißt der voodoo.de Deutsche VR-Gemeinde. Und da sind wir schon fast 3000 Mitglieder in deutscher Sprache und natürlich rein VR. Ihr seht das, hier an der Seite sind jetzt auch einige online gerade. Die gelben sind alle meine Patreons. Die kriegen dann auch extra noch gelbe Farbe, auch im Text hier. Und an der anderen Seite, da sehen wir jetzt zum Beispiel Textkanäle. Da könnt ihr zum Beispiel, ja, wenn ihr Mitglieder sucht, also Mitspieler, oder wenn ihr was verkaufen wollt sogar, oder wenn ihr Support haben wollt, ist natürlich jetzt auch gerade sehr interessant für die Leute, die die Oculus Quest oder die Rift S kriegen. Ihr könnt natürlich alle mit hier reinkommen, wenn ihr über 18 seid. Das ist natürlich kein Thema. Da könnt ihr gerne euch beraten lassen, was für Probleme ihr zum Beispiel habt mit der Quest oder der Rift S oder welche Sachen ihr gerne erfahren wollt oder welche Spiele zu empfehlen sind oder so, könnt ihr alles gerne uns hier fragen. Alle, wir haben auch drei Moderatoren, der Firen, die Niki und der Ziffi und den Bot-Admin, der Liebesritter, und ich bin der Admin von dem Server, seht ihr hier oben. Und ihr seht, hier unten sind die Voice-Channels, da wird natürlich dann auch fleißig gezockt. Wir sehen gerade, hier ist das auch ziemlich voll, wir haben hier bei Elite Dangerous gerade welche. Hier wird Onward, sind gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Leute sind gerade hier Onward am Zocken. Und hier unten sind auch noch einige Leute Orbus VR am Zocken, also ist immer was los, könnt ihr gerne rein. Schauen, ihr müsst aber auch nicht in die Voice-Channel, ihr müsst auch noch nicht mal schreiben. Kann ja auch sein, dass ihr einfach mal in die Support-Channel hier reinschauen wollt und ein bisschen durchstöbern wollt. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr ein bisschen mitschreibt, warum ihr denn überhaupt VR habt zum Beispiel oder was ihr für eine Brille habt und was euch daran gefällt oder nicht. Da sind wir immer
sehr begeistert drin. Der Link zu diesem Discord-Kanal, den findet ihr unter diesem Video, unter jedem meiner Videos eigentlich. Und da würden wir uns freuen, wenn ihr natürlich da mit dazukommt. Das wäre richtig cool. Es gibt was Neues bei mir auf Patreon. Das wird die interessieren, die aus dem Ausland kommen und kein Deutsch kennen. Deswegen ist das diese Nachricht natürlich eher auf dem englischen Kanal interessant. Ich würde es aber euch trotzdem gerne mal zeigen. Erstmal möchte ich mich bei meinen neuen Patrons diese Woche bedanken. Dem Michael, dem Ogi Bogi, dem Skid Row, dem Julian, dem Strohhalm, dem Thomas und dem Steffen. Es sind viele dazugekommen. Wir sind dem Ziel näher gekommen, Leute. Das erste Ziel ist $1000 im Monat. Dann kann ich mein Studio vergrößern und euch wesentlich besseren Content liefern. Wir haben schon mehr als die Hälfte geschafft. Es wird mehr. Das zweite Ziel ist dann, dass ich nur noch halbtags arbeite. Und das dritte Ziel, das ist noch in ganz weiter Zukunft, das habe ich jetzt eingerichtet. Und das wird dann ein VR-Labor geben und ein Testraum, wo erstens ich extrem detaillierte Hardware-Tests machen kann an verschiedensten Stationen und wo auch Leute eingeladen werden können, die dann die verschiedenen Headsets testen können und sie, bevor sie die dann kaufen. Ist aber, wie gesagt, es sind 5000 Euro, die ich dafür brauche. Ich habe das mal durchgerechnet und das ist natürlich noch in weiter Ferne. Aber, wir sind auf einem guten Weg, Leute. Wenn nur jeder dritte meiner Abonnenten $1 im Monat geben würde, das sind $12 im Jahr, dann könnte ich das jetzt schon machen. Also Leute, wenn ihr den Dollar übrig habt oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, ihr kriegt hier die verschiedenen Belohnungen, seht ihr ja hier, dann macht das doch einfach mal, versucht es mal. Ihr könnt das ja nach einem Monat wieder kündigen. Den größten Verlust, den ihr haben könnt, ist $1. Aber ihr kriegt dafür auch, wie ihr das ja gerade schon gesehen habt, Zugriff auf meinen Discord mit Spezialrolle und natürlich vor allem Zugriff auf meine hinter den Kulissen-Videos. Ne, die sind hier gesperrt. Und jetzt habe ich was Neues. Da, wie gesagt, das ist jetzt alles auf Deutsch und jetzt auch noch auf Englisch. Ne, das heißt, ihr werdet hier auf der Seite auf Englisch und auf Deutsch begrüßt, sowie in jedem einzelnen Beitrag, den ich für euch dann verfasse. Oder hinter den Kulissen-Videos, die werde ich dann jeweils immer zweimal aufnehmen. Also haben weltweit alle was davon. Ich hoffe, dass lohnt sich dann später, damit wir alle später davon was haben. Ja, würde mich wirklich freuen, wenn ihr den Dollar im Monat erübrigen könnt. Das wäre geil. Ihr unterstützt natürlich vor allem nicht nur mich, sondern VR insgesamt. Vor allem natürlich auch in Deutschland. Wäre geil. Ja, das waren die Weekly News diese Woche. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich hoffe, es waren einige interessante Sachen dabei. Wie gesagt, immer wenn ihr noch was selber gefunden habt, schreibt es gerne unter die Kommentare noch, damit alle davon was haben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de